Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ja, wir sind ja als AfD-Fraktion immer etwas kritisch, wenn Vorgaben aus der Europäischen Union kommen, weil meistens sind das irgendwelche sozialistischen Ideen zum Nachteil unseres Landes. Aber in diesem Fall kommt eine vernünftige Vorgabe von der Europäischen Union, weil man dort erkannt hat, dass strombasierte Kraftstoffe notwendig sind, um unsere Wirtschaft in Europa, unser soziales Leben, unser gesellschaftliches Leben überhaupt zu erhalten, weil im Verkehrssektor elektrische Mobilität, das gilt sowohl für den Luftverkehr als auch für den Straßenverkehr, sich auf Sicht eben nicht durchsetzen wird. Die Europäische Union macht also eine Vorgabe, dass diese Kraftstoffe auch hergestellt werden können in der Europäischen Union und hier auch in Deutschland. Und was macht die Bundesregierung? Die Bundesregierung macht ein Bürokratiemonster und reduziert im Prinzip das Ganze darauf, dass an irgendwelchen Windrädern und Photovoltaikanlagen ein kleiner Elektrolyseur installiert wird und sicher die Produktion von Kraftstoffen, das heißt von E-Fuels oder auch von Wasserstoff, in Deutschland niemals wirtschaftlich realisiert werden kann. Das ist das Problem dieser Verordnung. Sie wollen, dass diese Elektrolyseure im Einzelstatus an irgendwelchen Anlagen sind und damit, jetzt können Sie sich mal überlegen, warum große chemische Anlagen wirtschaftlich sind und kleine chemische Anlagen nicht. Wir können uns ja alle mal überlegen, warum gibt es nicht eine Raffinerie an jeder Autotankstelle? Ja, hat seinen Grund, weil sie nämlich niemals wirtschaftlich sind. Und Sie wissen das ganz genau. Sie wissen, dass die Herstellung von Kraftstoffen in Deutschland niemals wirtschaftlich ist. Wir können diese Kraftstoffe mit dieser Gesetzgebung in Deutschland nicht realisieren. Und Sie wissen auch ganz genau, was das Ergebnis sein wird. Das Ergebnis wird sein, wir werden diese Kraftstoffe importieren aus anderen Ländern. Das einzig Fatale an der ganzen Diskussion ist, dass Sie so tun, als gäbe es diese Möglichkeit. Sie streuen den Menschen in diesem Land Sand in die Augen. Sie führen sie in die Irre. Und das ist das Verwerfliche an Ihrer Politik. Sie tun so, als gäbe es eine Möglichkeit. Und Sie, liebe Kollegen von der Union, da muss ich Ihnen leider sagen, in Ihrem Entschließungsantrag reden Sie an dem Problem vorbei. Sie wissen genau, Sie, ja, natürlich habe ich ihn gelesen, Sie reden an dem Problem vorbei. Das gibt es auch. Das eigentliche Problem ist, dass die Zukunftsindustrie Europas die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, die wir alle brauchen werden, dass diese synthetischen Kraftstoffe in Deutschland so nicht realisiert werden können. Und Sie reden an dem Problem vorbei, Sie ignorieren das. Wir geben eine Zukunftsindustrie auf, wir geben sie auf, bevor sie realisiert wird. Und nein, Sie machen das bewusst. Und das ist das Fatale an allem. Sie wollen unser Land bewusst ruinieren und deindustrialisieren. Und das machen Sie mit dieser Verordnung. Sie streuen den Menschen nur Sand in die Augen. Es wird keine Wasserstoffwirtschaft geben. Es wird keine E-Fuel-Produktion geben mit dieser Verordnung. Das ist ganz bewusst Wählertäuschung. Vielen Dank.